Ihr Lieben, ich grüße euch. Heute geht mein erster Gruß zuerst nach Belarus, weil ich muss mich entschuldigen, das habe ich bei meiner letzten Ansage ganz vergessen, euch dort zu grüßen. Und dann geht's gleich weiter. Meine herzlichsten Grüße nach Russland und natürlich auch hier überall hin, wo ich gerade bin, nämlich in Deutschland. Und natürlich meine lieben Grüße nach Österreich und nach Polen und nach Tschechien, vielleicht auch in die Schweiz, nach Portugal, nach Südamerika, auch nach Nordamerika. Ja, der Kanal, der wird schon ziemlich auf dem Erdball gesehen. Wenn er auch weniger Abonnenten hat. Aber das sagt eben nicht alles. Und wo bin ich hier in Deutschland? Im nordöstlichen Brandenburg, in Frankfurt-Oder. Eine sehr interessante Stadt für mich. Ich habe es schon bei einem anderen Video gesagt, weil es hier für mich jedenfalls sehr viel Ruhe gibt. Nicht so ein Stress wie in den großen Metropolen. Wenn ich da an Berlin oder an Wien oder an Hamburg denke. Also neulich in Berlin habe ich schon fast Panikzustände bekommen. Das war am Bahnhof Gesundbrunnen, wo ich leider meinen Zug, der aus Wien kam, nachher kam er aus Prag, verlassen habe, weil ich den scheußlichen Hauptbahnhof meiden wollte. Und dachte mir, ich kann dann von Gesundbrunnen irgendwie nach Frankfurt-Oder kommen. Das war aber ein Irrtum. Zumindest nicht in direkter Linie. Und dann also war meine Fahrkarte begrenzt von der Zeit. Also dann habe ich leichte Panik bekommen. Mit den Fahrstühlen hoch und runter und den Treppen und so weiter. Und noch in die falsche S-Bahn nach Potsdam gestiegen und dann wieder ausgestiegen zum Glück. Weil mir eine Dame dann sagte, nee, Der fährt nicht zur Friedrichstraße, er fährt nach Potsdam. Gottes Willen, gleich raus. Ja, also diese Hetze ist jetzt vorbei. Und jetzt bin ich also in diesem netten Frankfurt-Oder, was mir wirklich sehr gut gefällt. Machen wir noch ein bisschen weiteren Gang. Ja, und das ist hier der Kleistpark. Also nach dem großen romantischen preußischen Dichter oder sagen wir auch Dramatiker Heinrich von Kleist benannt, der so einer meiner Lieblinge ist, nicht nur wegen der Marquise von O, die ich gerade in meinem Mantel hier drin habe, den ich gerade vor kurzem in Russland geschenkt bekommen habe, weil ich leider in meiner hektischen Abfahrt meinen Mantel vergessen hatte. Kann man sich das vorstellen? Nee, nicht? Nein. Aber bei mir kann man sich das schon vorstellen. Ja. Und der Himmel, der ist auch wieder so typisch norddeutsch. Gefällt mir aber, weil ich hasse die Hitze. Nicht böse sein, wenn einer von euch ein Sonnenfanatiker ist. Also ich bin das nicht. Tut mir leid, weil ich bin schon immer heiß genug. Ich habe den Ofen nämlich in mir. Ich brauche den nicht noch von außen. Ja. Na also, da haben wir auch gleich noch. Haben wir noch einen kleinen Tierpark hier, nicht? Mit den beiden Krähen. Ja, man soll auch auf die weniger spektakulären Dinge achten. In der Gesamtheit sind die unter Umständen viel interessanter.
Ein bisschen bin ich auch zum Schreiben gekommen in Frankfurt-Oder, aber wieder viel zu wenig. Viel zu viele Verpflichtungen halten mich immer wieder ab, die vor allem mit Wien sich verbinden. Ja, und es ist nicht einfach, dieses recht große Gebilde, diese recht weite Landkarte von mir zusammenzuhalten. Ich bin ja immer ganz groß im Abstecken von Gebieten, so kleine Fähnchen reinstecken. Aber das nachher auch verwalten, das ist eine andere Frage. Also das wirklich halten zu können. Aber ich denke mal, dass ich das doch schaffen werde, trotz der augenblicklich sehr, sehr angespannten Lage. Es ist einfach zu wenig Geld da. Das kostet schon alles ein bisschen was. Ja, jetzt wollen wir noch schnell eben zur Pension gehen, wo ich mit meiner Liebsten schon hausen durfte. Mindestens zweimal haben wir da wohl übernachtet. So, das ist das Haus. Und zwar über dem unteren Balkon, also dieser Rundbogen da drüber, über den Rundbogen, da war das Zimmer. Schönes großes Zimmer, da haben wir gewohnt. Das ist schon wieder ein paar Jahre her. So, ich muss abschalten. Ich habe leider keine Energie mehr, ihr Lieben. Ich zitter eh schon ein bisschen. Ja, also bis bald. Alles Liebe euch, überall, wo ihr auch seid.